Schilterus ist ein Pokémon mit den Typen Gestein und Stahl, existiert seit der vierten Spielgeneration und kann sich zu Boltorus entwickeln. Schilterus gehört zu den Fossil-Pokémon und kann sich aus einem Panzerfossil wiederbelebt werden. Es bildet zudem das Gegenstück zu Cognodon. Schilterus Hauptmerkmal ist sein schildähnlicher ovaler schwarzer Kopfpanzer, der um die Augen mit grauen Streifen verziert ist. Sein kleiner orange-gelber Körper wird von vier krallenbewehrten stämmigen Beinen getragen. Auf dem Rücken trägt es einen schmalen, länglichen, silbernen Panzer, der Schilterus weiteren Schutz vor Angriffen bietet. Und in seiner Shiny-Form ist sein Körper intensiv gelb und der Kopfpanzer blau gefärbt. Schilterus nutzt vor allem Statusattacken wie Schutzschild, Metallsound oder Eisenabwehr, kann aber auch mit Tackle oder Bodycheck zwei physische und mit Antikraft eine spezielle Attacke einsetzen. Seine Fähigkeit Robustheit sorgt dafür, dass es gegen K.O.-Trefferangriffe geschützt ist. Und seine versteckte Fähigkeit Lärmschutz sorgt dafür, dass es immun gegen Lärmattacken ist. Schilterus lebte vor ungefähr 100 Millionen Jahren im Dschungel. Es ernährt sich vor allem von Beeren, Gras und Wurzeln. Dabei zeichnet sich das Pokémon durch seine immens harte Panzerhaut am Kopf aus, die es ihm ermöglicht, den Boden nach Wurzeln zu wühlen. Fossilienfunde dieses Pokémon sind sehr häufig, da der Kopf Millionen von Jahren im Erdreich überdauern kann. Um seinen Panzer zu polieren, reibt Schilterus ihn an Baumstämmen. Es legt ein entspanntes Verhalten an den Tag und zeigt sich nicht so aggressiv, auch hat es aufgrund seiner Panzerung kaum natürliche Feinde. Jedoch schränkt diese sein Sichtfeld ein, sodass es leicht von hinten zu attackieren ist. Dabei ist Schilterus der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 30 zu Boltorus. Dadurch bekommt es eine grau-gelbe Färbung, wobei der Großteil grau ist und nur seitlich und wenige Bereiche um Auge und auf seinem Kopfschild gelb gefärbt sind. Dabei werden seine Augen durch eine schützende Steinformierung geschützt und sein Kopfschild bzw. seine Kopfpanzerung wird nochmal größer und härter und insgesamt nimmt das Pokémon dabei auch an Größe und an Gewicht zu. Und mit seiner Typenkombination aus Gestein und Stahl ist es immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Normal- und Flugattacken, halben Schaden gegen Gestein, Käfer, Psycho, Eisdrache und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Wasser und vierfachen Schaden gegen Kampf- und Bodenattacken. Eine Besonderheit ist noch Generation 4 bis 5. Dort machen Geist- und Unlichtattacken nur halben Schaden. Ab der sechsten Generation machen die beiden Attacken dann normalen Schaden.